Schön, dass du wieder dabei bist und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um einen der kleinsten Dinosaurier der Welt. Und zwar ist es der Microraptor, Leute, wenn ihr den kennt. Ich glaube, ihr kennt ihn. Und es ist einer der kleinsten Dinosaurier der Welt. Er lebte in der frühen Kreidezeit von ungefähr 120 Millionen Jahren. Es gibt zwei Arten von ihm, den Microraptor Gui und den Microraptor Saurianus. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was diese zwei Arten so wirklich unterscheidet. Auf jeden Fall weiß ich, dass die fossilen Fundorte dieses Urzeittieres in China sind. Besser gesagt in Liaoning. Wo das in China liegt, das weiß ich jetzt auch nicht. Der Microraptor ernährte sich von Insekten und er war ein vogelähnliches Tier. Und er war wohl auch ein Vorfahre heutiger Vögel. Dieser besaß vier Flügel, die er benutzte, um zu gleiten. Und er konnte damit von Baum zu Baum wie heutige Eichhörnchen gleiten, wenn ihr das schon mal gesehen habt. Von unten konnte er logischerweise nicht gleiten, das können Eichhörnchen auch nicht. Und wo die Sauropoden meistens waren, waren die Microraptoren nicht in der Weite, denn die Sauropoden machten im Wald Baumstämme kaputt und dann konnten sie einfach aus diesen Baumstämmen die Insekten einfacher essen. Und vieles wissen diese Forscher über diesen Microraptor überhaupt gar nicht, weil dieser nur vor ein paar Jahren entdeckt wurde. Also ist schon etwas länger her, ich weiß nicht genau, 10, 20 Jahre, ich weiß es nicht, wirklich, ich weiß es nicht. Was ich weiß, ist, dass dieses Tier eins der kleinsten Tiere, wie gesagt, war und auch eins der leichtesten, also mit einem Kilogramm Gewicht war er sehr leicht und der gefedert war er auch, deshalb Vorfahre der Vögel. Und das waren eigentlich auch schon meine Infos über dieses faszinierende Tier. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte einen Daumen nach oben, Leute. Danke fürs Zuschauen. Das war's von mir, wie gesagt. Bis zum nächsten Mal und tschüss.